Ja, hi Simba, schön, dass du hier bist bei uns. Ja, Bei Bro, Baba Bros. vielen Dank, dass du eingeladen hast, Alter. Sehr, sehr gerne bei mir im Shop. Ja, Mann, sehr, sehr geil hier. Ja, klein und süß, ne? Kleines Dörfchen, ne? Aber Ja. geiler Schuppen auf jeden Fall hier. Kleines Dörfchen, aber bald große Reichweite. Genau so. Ja, Mann, Das du ist der kennst das Plan. ja. Bei dir läuft ja gerade, ne? Ja, läuft ganz gut, ne? Man, jetzt in Kroatien gewesen mit euch sogar. Wie fandest du es da? Ja, war halt geil, ne? War halt irgendwie Partyurlaub mit Auftritt und Arbeit verbunden so. Ist halt anderer Film, ne? Sehr, sehr geil. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ja, safe, safe. Was für einen Song hast denn du da eigentlich? Was haben wir da eigentlich abgedreht? So, ich habe mir den ja schon ein paar Mal gegeben. Also mein neuer Song 666 ist jetzt online gegangen vor 2 oder 3 Wochen. Und da haben wir auch direkt das Musikvideo dazu abgedreht. Beim Noah Beach Club und auch auf Bootsparty und so. Schon fett geil geworden auf jeden Fall. Mega nice. Also die Leute, die jetzt frisch dabei sind, auf jeden Fall mal abchecken. Sehr, sehr, sehr krass geworden. Die Jungs sind auch am Start. Definitiv 666. Ja, Mann. Der Teufel bleibt wach, ne? Der Teufel sind, Bruder, der Teufel sind Frauen, Geld und Drogen. Ist so. Und die habe ich aufgezählt, weißt du? Das Das ist. ist. Darum geht's für dich auch da an dem Ding, ne? Ja, safe. Darum geht's, Alter. Okay. Warum ist das so für dich, dass gerade dieser Film, ne, gerade diese Sachen für dich der Teufel ist? Andere würden dir sagen, na, kannst du nicht sagen, wie Ja, meinst du das und so, weißt du, ich meine? ja. Also guck mal, Bro, ich glaube, es ist einfach so, dass wenn du diesen drei Sachen widerstehen kannst, weißt du, wenn du natürlich, also natürlich brauchst du Geld und so, davon müssen wir jetzt nicht reden, so, Na aber ja, klar. ich meine, wenn du jetzt nicht zu gierig bist, wenn du dich nicht von deinen Emotionen verleiten lässt, was Frauen angeht, wenn du nicht widerstehen kannst, Drogen, wenn du dich in eine andere Welt schicken, so, weißt du, wenn du das nicht widerstehen kannst und so, dass du einfach verloren hast. Weil, ja, wenn du nicht widerstandsfähig bist, dann rippen die drei Sachen dich einfach, weißt Naja, geht auch um Werte dann, du? ne? Ja, klar. Geht auch um Darum Werte, ne? geht's so, weißt du? Und wenn du nicht widerstandsfähig bist, Alter, dann bleibt der Teufel wach. Ich kann das sehr gut verstehen. Weißt du? Ich kann das sehr gut Ich verstehen. wüsste dir, aber krass, dass die Leute das so. Also so, das ist ja kein Großteil jetzt gewesen. Es waren vielleicht so allerhöchstens 5%, so, weißt du, was ich meine? Ja, das ist. Ja. Ja, wie soll ich das sagen? Aber es ist krass, Bruder, weil als ich den Song geschrieben habe und als wir das aufgenommen haben und gebaut haben, produziert haben, alles und so, ne? Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das überhaupt ein Thema wird. So, weißt du, was ich meine? Nein, was hast du eher gedacht? Also, was hast du eher Ja. gedacht, in welche Richtung das geht? Ich dachte, das wird halt so. Also einfach so Club-Ding, weißt du, die rasten aus, weil die das fühlen. Das sind so Club-Elemente, weißt du so? Wenn du in Club gehst, brauchst du Geld, da sind Frauen und manchmal sind Drogen mit verbunden, weißt du, was ich meine? Na klar, Ja, manchmal unterschätzt man die Menschen, wie die Ja, das safe. alles so sehen, ne? Wie man das auslegen Safe, kann. safe, Man ist aber. Künstler irgendwo, ne? Und hat Bock eigentlich was wieder zu spiegeln, was man so Ja. aufnimmt. Ne? Man Ja. reflektiert ja eigentlich nur, was man auch sieht in der ganzen Zeit und die Leute interpretieren dann was anderes rein. Ne? Ja, aber die gibt's ja immer, Alter. Genau. 666, Resonanz ist gut. Ja, ist ganz gut. Wir haben jetzt, ich glaube, also das ist ja sowieso 3 Tage verzögert bei Spotify, aber wir haben jetzt irgendwie 510.000 Klicks oder so schon gemacht bei Spotify nur. Schöne Nummer, ne? Ja, ich glaube, insgesamt haben wir 720.000 jetzt auf allen Plattformen. Das Sehr geil. ist schon ganz geil so. Gerade so als Newcomer und so ist das schon gut. Aber ich sag dir ehrlich, TikTok ist halt alles, ne? Ja, ne? So, gerade das Ding ist auf TikTok so abgegangen, Alter. Ich glaube, auf TikTok haben wir jetzt insgesamt mit allen Videos zusammen so Reichweite von 1,7 Mio oder so, Stark. 1,6. Ja, das ist sehr stark. Was würdest du da jungen Künstlern raten? Also Leute, sage ich jetzt mal, die gerade anfangen, wie bei Baba Bars, die bei uns in unseren Talentwettbewerb kommen. Ne, würdest du sagen, ey, konzentriert euch wirklich auf TikTok? Ja, also erstmal so grundlegend würde ich eher sagen, so konzentriert euch nur auf Mucke erstmal. So, weißt du, so ihr könnt nicht machen, dass ihr einen Song aufnimmt und dann müsst ihr den sofort rausscheppern und müsst hoffen, dass der irgendwie abgeht. So, das ist voll die falsche Einstellung. Ich habe damals, also so meine ganzen Dings jetzt würde ich sagen, so meine ganzen Karriere, wo ich jetzt auch so bei AK war, weil erst seitdem ich bei AK bin, habe ich halt so richtig durchgezogen, hat mir viel ermöglicht und so, ne? Habe ich so locker 75, 80 Songs fertig gemacht und davon haben wir 60 gar nicht gemacht, so weißt du? Also die anderen, die waren so im Gespräch, wir haben die auch im Studio ausproduziert, aber die sind trotzdem nicht rausgekommen, so weißt du? Das ist halt. Das alles üben, viele Newcomer machen so diesen Fehler, Bruder, die machen einen einzigen Song und denken so, ja, okay, der ist schon ganz gut, den mache ich jetzt. Weißt du, das ist voll die falsche Einstellung, weil damit verbaust du dir so viele Sachen, Alter, wenn du den ersten Song, den du fertig machst, direkt releasen willst, weißt du?
Also sagst du, erstmal ein bisschen machen, ne? Ja, safe. Erstmal die Kelle rechts, links schwingen, so ein bisschen safe. Hin und her und dann gucken, dass man mal schupfen kann und den Topspin erst später. Ja, safe. Also du musst auf jeden Fall gucken, so dass du erstmal auch deine Richtung und so alles kannst, weißt du? Also du musst halt so, ich kann mittlerweile auch jede Richtung. Ich habe alles schon gemacht, Alter. Ich habe über Rock, über Schlager-Rap, über Trap, über Oldschool, über Boom-Bap. Ich habe wirklich alles probiert. Und also auch Afro-Trap und so fällt mir da ein, so alles Dancehall, ich habe alles komplett durchgemacht. Aber jeder muss für sich gucken, so was seine Richtung ist. Und deswegen muss man mindestens 2-3 Songs in jede Richtung einmal gemacht haben, weißt du, um zu gucken, okay, was ist der Film so. Bei manchen ist das halt so, die haben nur Bock auf einen Sound, die wissen schon direkt. Bei mir war das nicht so, aber auch nur, weil ich halt auch alles so kreuz und quer durchhöre. Ich bin jetzt keine Person, die sagt, okay, ich höre jetzt nur Trap-Songs. Oder nur Boom-Bap oder so, weißt du? Also so das Wichtigste sagst du, also ich finde das auch, ich denke, du meinst das so, ey, fächert euch sehr breit, auch von eurem Input her, safe. Ja, schafft erstmal Output irgendwo, ne, dass ihr sagt, ey, probiert euch mal aus, vielleicht wisst ihr gar nicht, da passiert irgendwas gerade auf einem bestimmten Beat, wo ihr gar nicht gerechnet hättet, ja, klar. Ja, und auf einmal geht das voll steil für euch und auch voll klar. Safe, das ist ja nur der Vibe, so ein Song entsteht ja immer aus dem Vibe heraus, man kann ja nicht schon vorher planen, bevor man den Beat gehört hat, kann man ja nicht planen, so wie der Song wird. So, weißt du, du kannst ja keine Topline, also keine Melodie von der Hook oder so, hast du ja nicht schon, bevor du den Beat hast, weißt du? Das ist ja alles so eine Sache von... Gibt Leute, die schreiben wohl so. Ja, ja. Ich finde sowas krass. Also ich könnte es nicht, Alter, aber die das können, ist krass. Also du sagst, erstmal Mucke hören. Erstmal viel Mucke hören, viele unterschiedliche Mucke hören auch, ne? Safe. Und um sich so ein bisschen breiter zu fächern, mit Musik beschäftigen, dann anfangen, Musik irgendwo zu machen, ja? Genau. Dann auch da offen bleiben für verschiedene Genres, ja? In dem Bereich Rap auch, klar, wo man sich vorstellen, wo könnte man drüber kicken auch, ne? Ja. Also, wie viele Stunden schläfst du überhaupt in der Woche? Also es kommt halt drauf an, guck mal, wenn ich halt weiß, okay, alles klar, so morgen habe ich nichts zu tun und ich schreibe ein paar Jungs und es ist Dienstag oder Montag, also lass es ein Tag in der Woche sein, so, und wir haben halt Bock zu trinken an dem Abend, so, dann machen wir das. Weißt du, wie ich meine? So, warum nicht? So, ist halt entspannt, aber dafür, du musst halt, wenn du angerufen wirst und du musst jetzt das und das klären oder du musst das und das, zum Beispiel war letzte Woche Donnerstag auf dem Geburtstag vom Kollegen gewesen. Und wir waren da mit allen Jungs und wir wollten ein bisschen zocken, ein bisschen chillen und so. Und ich war die ganze Zeit am Handy, weil mir ein alter Kollege geschrieben hat, also das ist Kollege, so Geschäftspartner, dass er halt 4 Songs überarbeitet braucht, weißt du? Und weil ich ja diese Woche Donnerstag in Kroatien bin und so und ich viel Zeit habe jetzt noch und dann war ja auch noch Opferfest, also Bayram und so, weißt du? So wegen Familie halt. Musste ich halt die ganze Zeit mit dem telefonieren und schnell diesen Tag ausmachen, wo wir halt den ganzen Tag Studio-Session haben, weißt du? Und dann war ich halt den ganzen Tag über in Köln, am nächsten Tag direkt. Du weißt, du musst halt früher vom Geburtstag auch abhauen und konnte halt nicht trinken und so halt, weißt du, das ist halt so nach Köln, ich hatte 8 Stunden Session in Köln gehabt, danach bin ich noch zum anderen Studio gefahren, weil ich da noch einen Auftrag hatte und so. Und ja, das ist halt nicht so einfach, wie man denkt. Es ist auch viel so, man denkt immer so, Rap ist Millionengeschäft und so, ne? Es ist viel so, dass du vorher investieren musst, viel Zeit und so investieren musst, viel Kraft, viele Connections machen musst, viel Netzwerken musst, bevor du überhaupt mal einen Cent siehst. Weißt du? Das glaube ich auch. Ich habe die ersten 3 Jahre nicht einen Cent verdient. Ich habe alles aus eigener Tasche bezahlt. So, weißt du, wie ich meine? Alles. Und heißt das auch standhaft bleiben, ne? Weil du hast einige Leute, die am Anfang erstmal komplett gegen sind. Ne? Ja, komplett. Ist egal, ob das Freunde, also Freunde feiern das schon, aber bei mir zum Beispiel sind zum Beispiel meine Freunde, meine Ängsten die kritischsten. Ja, klar, Bruder muss. Die sagen, Alter, Bruder, bei mir, ich meine, ich bin noch ein bisschen älter, ne? Bis 35, was ist Sache bei dir? Ja. Also, ne? Du hast einen Laden, warum machst du Musik? Ja, sag ich, du kennst mich doch, seitdem ich 14 bin, dass ich so bin. Ja, safe. Du willst doch, dass ich glücklich bin. Normal. Ne? Und wenn das dann mal knallt, dann kommen die natürlich. Dann wollen die 666 machen. Weißt du, wie ich das meine? Klar. Das ist so. Wo ich mir dann denke, nee, mit euch gibt es keinen 666 mehr. Ich wüsste. Ja. Aber das Ding ist, Bruder, für Musik gibt es kein Alter, weißt du? Und wenn mein Opa sagt, mit 70 oder mit 80, der will jetzt anfangen, noch Mucke zu machen, ey, mach. Ich schwöre, Musik ist das Geilste, was es gibt. Man muss nur gucken, in welchem Rahmen man das macht.
Ja. Weißt du, ich habe auch Kollegen gehabt, oder die haben so viel Geld da reingepumpt, bei denen hat es einfach nicht geklappt. Irgendwann hören die auf, die sind 20.000 minus gegangen, so, weißt du? Ja. Aber hat mal so kleine Narben, ne? Davon, ja, klar, ne? Bruder, das ist das Schlimmste, was es gibt, ne? Wenn die halt. Da hat er die Narbe. Also halt, ne? So halt. Warum? Warum so ein Katsch? Ja, mein Vater, der musste halt viel arbeiten, weißt du? Wir haben halt damals noch in Flensburg gewohnt, das war über Hamburg. Mhm. Und da hatten wir halt das Problem damals, da konnte man nicht so gut Geld verdienen, der musste halt umziehen. Und ja, deswegen ist er dann nach Gelsenkirchen gezogen, also 500 Kilometer von hier weit weg. Und ja, deswegen war ich dann mit meiner Mutter die ersten 8 Jahre nicht alleine so. Ich habe ihn schon gesehen, aber halt nicht so oft wie normal, weißt du? Ich kenne das. Und ja, dann war das halt so, dass ich mit meinem Vater damals oft geskypt habe auch und so, aber trotzdem war halt was anderes, Bruder, wie alt war ich? Ich war 2, 3 Jahre, 4 Jahre, so weißt du? Ja. So, das ging bis ich 8 war, glaube ich, bis ich 8 war. Und als ich 5, 6 Jahre alt war, habe ich halt viel König der Löwen damals geguckt. Und dann war das so, dass ich mich in dieser Rolle vom Simba gesehen habe, weil da ist ja auch der Vater gestorben. Mein Vater ist ja gestorben. Ja. Und war ja bei mir jetzt nicht so der Fall, aber ich habe ihn halt auch nicht oft gesehen, so weißt du? Und ja, deswegen habe ich dann so gedacht, alles klar, ich bin Simba. Und habe dann irgendwann voll kranke Filme zu meiner Familie und so halt auch gesagt, yo, nennt mich Simba und so, ich heiße nicht mehr mehr. Und dann habe ich das voll durchgezogen. Ne? Schon früh, also ja, schon früh durchgezogen. Meine Oma muss mich mit Simba ansprechen, so, sonst habe ich nicht reagiert und so, weißt du. Und, oder ich war da 5, 6 Jahre, gib dir das mal, Alter, wie alt ich da war. Ja, wusstest du schon gesagt. Ich wüsste, sie ist krank, Alter. Und dann bin ich halt älter geworden, irgendwann war es halt peinlich so. Dann habe ich halt irgendwann gesagt, jo, also so, wann war das? Als wir nach NRW gezogen sind, war das so, ich glaube, 5., 6. Klasse. Lehrerin fragt mich, spricht mich an mit meinem Namen, ich sage, ich heiße Simba. Die sagt, nein, du hast Mert und so, voll Filme gehabt damals, so, weißt du, unnormal. Und ja, dann habe ich halt gedacht, okay, alles klar, ist peinlich, lass ich. Weißt du? Und dann habe ich wieder angefangen, ja, alles klar, ich heiße Mert, habe das durchgezogen, irgendwann dann halt Kontakt zu AK gehabt, wegen Musik und so. Und er meinte, du brauchst einen Künstlernamen. Ich bin mit meinen Eltern darüber geredet und dann war sofort alles klar, so Simba, weißt du, Simba, ja. Sofort. Deswegen, ich habe den Namen ja schon seit 2017 oder so, ich weiß nicht, schon ewig auf jeden Fall, 2018. Und ja, dann hatte ich halt irgendwann so, das muss 2019 gewesen sein, da habe ich halt so überlegt, als ich älter geworden bin, man kriegt ein bisschen Scheiße mit und so, kennst du ja, so, weißt du, das sind ja diese Rambo-Zeiten da, wo alle auf einmal rebellieren und so, ne? Ich schwör's dir. Da habe ich mir dann so gedacht, alles klar. So, eigentlich bin ich gar nicht Simba, eigentlich bin ich Ska. So, weißt du, wie ich meine? Eigentlich so. Ah, da kommt eine andere Seite raus, ne? Genau. Und dadurch, dass du als Simba das erlebt hast, so, dann kommt was anderes raus, genau, ne? Genau. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das war so der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, pass mal auf, ich habe so einiges in meinem Leben auch erlebt, ne? Und viele Dinge sind nicht so gut gelaufen. Ja, ja, klar. Ich war auch so immer für mich, ne, in diesem Film so ein Junge, so, der jemanden verloren hatte, der sich durchkämpfen musste allein auf der Straße und der heutzutage zum König geworden ist, zumindest meiner Familie und meines Ladens, meines Businesses. So, ne? Und irgendwann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss was zurückgeben, weißt du? Und das ist der Grund von Bababas. Ja, dass ich gesagt habe, ich gebe was zurück, weil ich bin safe, ich komme klar so, ich mache noch 30 Jahre so weiter und das war's, gar kein Ding, ich habe meine Musik, ich habe meine Freunde, ich kann alles machen so, ne? Aber es muss irgendwie was zurückgeben und ich glaube, das wollen wir auch, ne? Das wollen Musiker auch irgendwo. Ne? Klar, Bro, darum geht's halt da. So, Musik ist der einfachste Punkt und auch der stärkste Punkt, um Leute zu erreichen, weißt du? Ja. Du kannst einem Typen mal eine Geschichte erzählen, der hört sich die einmal an und dann ist das Thema durch. Ja. Oder schreibst du einen Song und du vermittelst eine Message damit, dann hören die Leute das. Wenn die Message gut ist und die das halt gerne hören, hören die das noch 10 Jahre danach. Ja. So, weißt du? Die vergessen dich nicht. Wenn du stirbst, Bruder, und du machst keine Musik, dann bist du vielleicht noch so, deine Familie denkt an dich, Freunde denken an dich, aber irgendwann bist du vergessen. Weißt du, wenn die weg sind, bist du vergessen, Bruder, Musik stirbt nicht. Deine Stimme bleibt für immer. Naja, oder für das immer, ist so. Alter. Bababas geht in die 2. Staffel. Bewerbt euch jetzt bei uns, zeigt euer Können und habt die Chance auf Diesel. Einen wahnsinnigen Auftritt in Novalja, Kroatien, im Club Noah.
beim AK vor einem wahnsinnig grandiosen Publikum, bekommt eine Studio-Session und ein profimäßig abgedrehtes Musikvideo nur für euch. Das ist der Preis, den wir euch bieten. Von daher bewirbt euch jetzt. Einsendeschluss, 2.8. Wir sehen uns. Ihr fragt euch, warum sollten wir überhaupt bei Barbabas mitmachen? Ganz einfach. Dieses Jahr sind Supporter wieder am Start wie AK, wie Together Travel und wie der Club Noah, einer der bekanntesten Clubs, den wir so in Europa haben. Letztes Jahr stand Lacey mit Tilo auf der Bühne. Wer weiß, mit wem ihr auf der Bühne stehen werdet. Du hast wieder die Chance zu zeigen, was in dir steckt. Du kannst dich jetzt für den Contest bewerben. Schon die Teilnahme kann dich unter das ein oder andere Rampenlicht stellen. Und mit dem Gewinner geht's dann nach Kroatien, Novalja, in den Club Noir. Dort wird ein Auftritt stattfinden, vor einem riesengroßen Publikum. Du bekommst eine Studio-Session und ein professionell abgedrehtes Musikvideo. Bewerbt euch jetzt! Hey, ich bin Kiji, hier ist Kevins Barbershop, hier ist die Powerzentrale und hier geht der Weg für euch los. Der Faden ist lang, bunt und er geht raus in die Welt und ihr werdet den mit uns zusammen gehen. Es war der September letzten Jahres, als eine großartige Idee stattgefunden hat. Und zwar die Idee eines neuen Hip-Hop-Contests, zusammengepaart mit dem Barbering. Und das Ganze nannten wir Barbabas. Ja, wir fingen an und haben Leute bei Twitch Live gecastet. Das ging dann da hinein, dass wir ein Halbfinale bei Kevin im Barbershop stattfinden lassen haben, wo die Leute live auftreten mussten. Vier Leute haben sich rauskristallisiert aus einem Pulk von 256 Bewerbern. Und das war unsere erste Staffel. Jetzt wollen wir mehr. Wir gehen in die zweite Staffel. Bewerbungsschluss ist der 2.8. Also wenn du Mehrwert bieten kannst, dann bewirb dich jetzt. Die Anmeldung ist ganz einfach. Unter dem Video findet ihr einen Link, da kommt ihr auf Discord. Unter dem Rider Talentschmiede habt ihr einen Hashtag Show Us Your Skill. Dort hinterlasst ihr bitte ein Video von euch und ein paar Informationen. Dropbox oder WE, das ist egal. Ich hab gesagt, dass ich das machen werde. Power auf 100, bis ich sterbe. Bitte dasselbe Video, was ihr bei Discord hinterlegt habt, auf Instagram posten. Das sollte als Reel gepostet werden und ganz wichtig, markiert uns, damit wir euch auch finden. Es war lang genug shady, ich brauche Sonne wie ein Zocker. Ja, ich liebe mein Baby, denn sie macht Steps wie ein Boxer. Ganz wichtig, zum Start der Staffel solltet ihr mindestens 2 Videos auf eurem eigenen YouTube-Channel hinterlegt haben, damit wir auch zeigen können, was ihr drauf habt. Die sollen was machen, die sollen Gas geben. Mhm. So, ne? Guck mal, ich habe ja eure erste Staffel habe ich ja schon verfolgt und so. Und da hat man ja schon gemerkt, okay, ihr seid da voll hinter. So, ihr seid da voll dran und so, ihr habt da Bock drauf, ihr ermöglicht den Leuten was. Auch diese Sachen mit Kroatien, so weißt du. Oder überleg mal, wie lange ich das mache, wie lange ich mit AK bin, um da in Kroatien so zu sein mäßig, weißt du, Auftritt zu haben. Und ihr ermöglicht einfach, ich will jetzt nicht sagen, so irgendwelchen Newcomern, aber ihr kennt die ja nicht so wirklich so lange, weißt du, wie ich meine? Die sind da ja so, die melden sich an und kommen rein und die haben natürlich was drauf, aber ihr ermöglicht denen das Gleiche, so weißt du, das ist geisteskrank, Bruder, das ist geisteskrank, weißt du, ich habe mich auch fett für Lacey gefreut, so, man hat auch gemerkt, er hatte auch Bock drauf, so weißt du, so, wo wir auf diesem Partyboot waren und er kam so, Bruder, kannst du mir auch einmal kurz mal geben, Bro, er will direkt. Nimm sofort, Alter, raste aus, nimm alles auseinander, sofort, Alter, hab Spaß, mach dein Ding, so weißt du, und das ist halt auch, finde ich, so diese Wertschätzung, die man unter Musikern haben soll, so weißt du, weil es kommt nicht drauf an, wie lange du das machst, wie viele Klicks du hast, was für Zahlen du hast. Es kommt darauf an, wie viel Leidenschaft du für Mucke hast. Weißt du? Und genau, das war auch, ne, das war auch bei uns so im ersten Finale. Da haben wir die Leute da gesehen. Ne? Mm. Und im ersten Finale haben wir gedacht, komm, wir gehen das mal locker an. Ja. Aber zweite Finale wird halt wirklich wild. Ne? Ja, wir werden halt in einer dicken Location in Köln sein. Mm. Ja, und wir haben jemanden dabei, den die Leute kennen. Also wir haben SDK am Start. Okay, der wird Musik machen an dem Abend. Und erstmal liebe Grüße an Esti. Jo. Und ja, das wird natürlich wild, ne? Da werden die Leute Bock drauf haben und da werden sich wieder noch ganz andere Dinge noch ermöglichen. Ne? Wir gehen die großen Schaufeln, Bruder, weißt du, meine langen Beine, Bruder, wir gehen schnell und weit. Ne? Ja, klar. Aber es ist richtig so, Bruder. So, man merkt dir das ja auch an, Alter. Du hast da fett Bock drauf und so. Du legst alles ins Zeug dafür. 100%. So, ich kannte ja Lacey jetzt nur so durch die Staffel so, aber jetzt halt so menschlich gar nicht, wie du über den geredet hast, Bro, als wäre das seit 20 Jahren dein Bruder, so weißt du, so, das ist... Ist schon krass, Alter, so. Ah, so machen wir das. Mhm. Sehr, sehr geil, ey. Ich freue mich drauf. Wie sieht's, was geht heute noch? Nur Haare schneiden oder hast du Bock, noch ein bisschen Musik zu machen?
Bruder, ich Musik bin ich immer dabei, Alter. Was hast du vor? Was, wenn ich dir sage, wir gehen im Proberaum, Tommy hat was vorbereitet und wir brettern noch einen raus? Ja, Bruder, ich bin dabei, Alter. Ja, hast du jetzt Zeit? Seiten sind frisch, ja klar, ich hab Zeit. Ich nehme mir Zeit. Gut, let's machen go. Freue ich mich drauf, können definitiv. Wir, machen, wir schneiden noch schön zu Ende. Dann werden wir euch noch was Schönes anderes bieten können. Das heißt, heute gibt es noch ein bisschen Musik. Habt viel Spaß dabei und ja, wenn ihr Fragen habt, ne, ballert rein in die Kommentare, ihr wisst genau. Bescheid. Vielen Simba, Dank. Simba abchecken. Genau, ja. Check meine neue Single auf jeden Fall mal ab. Und Baba Bar sind die besten, Alter. Wir sehen uns. Baba Bar sind die besten Alliterationen des Todes. Tschüss. Genau, geil, Alter.